Jetzt noch ein ganz kurzer Beitrag, dann geht's weiter mit den Reden, weil auch immer wieder die Fett thematisiert wird. Und ich sage, nein, nicht die Fett ist das Problem, sondern wie das Geldsystem funktioniert. Weil was die meisten Menschen ja gar nicht wissen, ist, was diese Scheine eigentlich sind, die wir in der Hand halten. Was ist dieses Geld? Woher kommt es? Alle denken, es kommt von Gott gegeben, aber es hat eine Geschichte. Da gibt's Gesetze, da gibt's Regeln. Und ich möchte versuchen, in Reimform zu erklären, wie unser wundervolles Geldsystem funktioniert. Und das geht so. Die meisten glauben, den Kredit, den sie von einer Bank nehmen, würde vom Geld kommen, das andere vorher anlegen oder dass sie jetzt aus einem Schrank nehmen wie Dagobert Duck. Nee, ich sage euch, wie das real geht. Banken können einfach Geld erschaffen. Aus nichts, durch einen Klick auf die Enter-Taste. Auch wenn ihr denkt, dass ich eine Scherze mache, es ist gerade Realität. Auch wenn ihr es für unvorstellbar haltet, aber es ist wahr. Es ist durch nichts gedeckt, Papier, wo etwas draufsteht, aber nichts drin steckt. Bevor du den Kredit aufnimmst, war es nicht existent durch deine Schuld. Erblickt neues Geld die Welt, aber dann, wenn du die Schuld nicht abzahlst vom Geld, das sie vorher aus Luft gemacht haben, musst du ihnen echte Werte geben. Haus, Boot, Auto plus Zinsen, willkommen in unserem Geldsystem. Dankeschön, Wien, ihr seid wundervoll. Jetzt geht's weiter mit tollen Reden.